Wer sich keine 485 PS aus Maranello leisten kann, feiert Schumi-Siege stilecht im 39 PS starken Fiat Cinquecento. Der kleine Konzernbruder der feuerroten Sportwagen von Ferrari weckt Erinnerungen an seinen Vorgänger. 40 Jahre Fiat 500. Der Nuova 500 erblickte 1957 das Licht der Autowelt. Damals wie heute war er der ideale Weggefährte beim Überlebenstraining im Straßendschungel von Turin, Rom oder Neapel. Millionen von Italienern können davon ein Lied singen. Ende der 50er Jahre waren die Tage des Mäuschens Topolino gezählt. Die Italiener stellten den 500er Fiat vor. 13 PS, 85 Spitze und das für 465.000 Lire, was etwa 3.000 Mark entsprach. Unterschiedlichste Nischen der Autowelt bis hin zum Rennsport eroberte der kleine Turiner im Laufe der Jahre, ebenso wie die Herzen besonders vieler Frauen. Der kleine, aber feine Blech-Casanova mobilisierte die Italiener so wie der Käfer die Deutschen. Den knuddelig runden Fiat 500 der ersten Stunde entwarf kein geringerer als der damalige Fiat-Designer Giorgetto Giugiaro, der später für Bertone Traumwagen zeichnen sollte. Von dieser Urform des kleinsten Fiat entstanden in 15 Jahren 3,3 Millionen Exemplare. So schlicht und praktisch können Autos sein. Die Leistung des liebevoll Cinquino genannten Autozwergs steigerte sich von 13 auf 22 PS. Das Nageln einer Singer-Nähmaschine blieb ihm erhalten. Für den 500er Fiat, wie wir ihn hier sehen, kam 1972 das Aus. Es folgten 126er, Panda und seit 1992 der Cinquecento. Alle Nachfolger orientierten sich am erschwinglichen Kleinwagenkonzept des 500ers. Und alle Modelle seit 1957 gab es wahlweise mit Faltschiebedach. Fahrer eines alten 500ers können zumindest in puncto Frischluftfeeling selbstbewusst auf den heutigen Cinquecento blicken. Heute heißt der Faltdach Fiat Cinquecento Soleil. Wir wissen nicht, warum der Italiener einen französischen Namen mit sich rumtragen muss. O Sole Mio wäre den Marktstrategen für ein Sondermodell wohl zu lang gewesen. Für 16.000 Mark funktioniert im Cinquecento Soleil erstaunlich viel elektrisch. Neben den Fensterhebern gilt das auch für die robuste Faltdachraupe, die immerhin 63 auf 63 cm weit öffnet. Da ist beim Italienischlernen unter freiem Himmel Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor gefragt. Il pittore sono io. Bravo! Il suo quadro è bellissimo. Grazie, signora. Lernen macht durstig und deshalb bietet der kleine italienische Sonnenkönig genug Kofferraum für drei große Getränketräger. Lernt die Cinquecento-Fahrerin mit ihren ersten Italienischbrocken zwei Pappagalli kennen, haben auch die noch hinten Platz. Fiat bietet für sein Sparcabrio nur eine Motorvariante an. Der Vierzylinder ist mit 39 PS ein wahrer Kraftprotz, jedenfalls im Vergleich zu seinem zweizylindrigen Urahn im 500er Fiat. In 5,3 Sekunden beschleunigt er von 0 auf, zu früh gestaunt, 50. 100 km/h erreicht der Soleil in 21,5 Sekunden. Trotz dieser bescheidenen Papierform wirkt der Cinquecento im Stadtverkehr so spritzig wie ein Prosecco Frizzante. Die hakelige Schaltung nervt besonders beim Rückwärts-Einparken so richtig.
Zum Ausgleich für seine Schwachpunkte verwöhnt der flinke Soleil mit starkem Fahrwerk und angenehm direkter Lenkung. Für einen 3,22 Meter kurzen Wagen ist das Raumangebot vorn sehr gut. Dort vermisst der sonnenanbetende Fiat-Fahrer nur einen zweiten Airbag. Den gibt's auch nicht für ein paar Lire mehr. Ein Bremsweg von bedenklichen 48 Metern aus Tempo 100 zeigt endgültig, der kleine Soleil ist ein Knirps in Sachen Sicherheit. Dafür aber ein Riese, was Sparsamkeit und Fahrspaß betrifft. Etwas spartanisch, dafür aber erschwinglich und mit deutlichem Spaßfaktor. Die Idee des Fiat 500 ist 40 Jahre alt und trotzdem immer jung.